R-E-W. Was geht? MC Unangenehm wieder am Start und ich bin wieder back mit einem neuen Video, Leute. Und MC Unangenehm ist auf jeden Fall heute das Schlagwort, denn heute wird es richtig unangenehm innerhalb von Minecraft, Leute. Ich habe mein erstes Video gefunden, wo ich gemeinsam mit Simon Unge und Concrafter aufnehme und es mit Abstand das peinlichste und hässlichste und übertrieben ekelhafteste, verstörendste Video aller Zeiten. Das Video ist auf meinem alten Kanal Tobi Weins anzufinden. Wenn ihr den noch nicht abonniert habt, dann lasst es besser bleiben, weil da kommen nämlich keine neuen Videos mehr. Das ist vom 15.04.2013. Ich war damals... Wartet mal ganz kurz, ich muss ganz kurz... Ich war damals 20 Jahre alt schon. Ja, das macht es einfach noch unangenehmer. Egal, Leute, ich würde sagen, wir schauen einfach mal ganz kurz da rein und gucken einfach mal. Hört sich jetzt irgendwer fragt, warum meine Haare so blau sind? Keine Ahnung, ich wollte das so und es sieht echt geil aus. Es gefällt mir super gut. Und ich würde sagen, wir reagieren jetzt erstmal gemeinsam darauf. Oder, Leute, ich bin mal gespannt, was wir damals da so gemacht haben in der asozialen Rage-Runde Survival Games. Pixel, Revi. Wieso habe ich eigentlich Teveran Survival Games? Da stehen einfach so viele Schlagwörter im Titel, dass es doch eigentlich fast schon die Tag-Liste sein könnte. Lies die Beschreibung, du Raubkopierer. Gibt es den Twitter-Account noch? RewindMeLP auf Twitter? RewindMeLP/Twitter. Das haben wir auf jeden Fall super verlinkt damals. Dann haben wir hier noch alle Teilnehmer aufgelistet, wer dabei war. Wir gucken mal ganz kurz. Ungespielt war dabei. Pixel Architect, Mr. Michi, LP mit Kev, Cuddle, Gomez, hat gerade geklingelt, mir egal. Dena war auch dabei, unangenehmerweise. Richtig geile Survival Games Runde von Revolon. Kann er sein, aber schon allein seine Kommentare machen, ihn unsympathisch. Isabel, du fühlst es, Alter. Du hast vollkommen recht. Ich bin ein absolut unsympathischer Mensch. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal ganz kurz, wie unsympathisch ich bin. Bitte los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einem YouTuber Survival Games Event. Nämlich zum dritten. Wir haben zuerst eine Solo-Runde gehabt, dann eine Teamrunde. Jetzt sind wir in der Vierer. Teamrunde. Mit dabei ist Concrafter, RewindMeLP und Pixel Architect. Hello. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Und ich habe mir heute vorgenommen, in dieser Runde keinen einfach nur nicht zu gewinnen oder so, sondern da jetzt gestern. Da nochmal ein großes Shoutout an meine Jump'n'Run-Skills in Minecraft. Und ich glaube, wir sind froh, dass wir keine Facecam hatten damals, weil ich sah aus wie ein Eimer. Noch schlimmer als jetzt. Dann die Assi-Runde nicht kam. Weißt du was? Klatsche erst meine Hände. Das hier wird der Ersatz meiner Assi-Runde. Ich hab ein bisschen mein BH gesehen. Also boah, geil. Was hat Katie da gerade gesagt? Das hier wird der Ersatz meiner Assi-Runde. Ich hab ein bisschen mein BH gesehen. Also boah, geil. Zeig mal. Jetzt ist dann auch schon der Moment gekommen, wo ich am liebsten das Video wieder beenden würde. Leider sind wir erst bei 3 Minuten oder sowas ungeschnitten. Von daher, müssen wir da ein bisschen weiterschauen. Mein Kommentar und das Kommentar von Katie auf jeden Fall da, das war auf jeden Fall absolut angebracht. Ja, zeig mal. Als hätte ich mit 20 Jahren noch nie ein BH geöffnet. Ist tatsächlich wahr. Ja, es ist ja Assi-Runde. Nein, zeig doch mal, jetzt lach nicht. Ich habe mich nämlich gerade noch schnell umgezogen. Ja, ich push natürlich weiter, dass sie ihren BH zeigen soll. Natürlich, klar, ich habe ja auch nichts Besseres zu tun in meinem Leben. Hast du... Umgezogen. Hallo, umgezogen. Oh mein Gott, schaut euch bitte diese Bearbeitungsskills an, Leute. Ich habe Text eingeblendet. Das war damals wirklich top-notch. Also sowas gab es damals nicht. Thomas kriegt sowas heutzutage noch nicht mal hin, Leute. Schaut mal hier. Okay. Umgezogen. Hallo, umgezogen. Umgezogen. Witzig, Alter. Um den Witz nochmal zu unterstreichen, einfach Text einblenden. Text einblenden. Wenn ihr jetzt Text eingeblendet hast, Thomas, bist du gut. Wenn nicht, bist du gefeuert. Um den Witz nochmal zu unterstreichen, einfach Text einblenden. Text einblenden. Simon ist umgezogen. Ja, zu laute Soundeffekte, die dann taub machen, gab es in dieser Runde auch. Extrem geil. Okay, wo steht ihr? Ihr Samenfressen. Ja, perfekt. Hier, Conny ist da. Okay. So. Hallo. Unangenehme Zeit, wo Luca noch Minecraft gespielt hat. Vermisse immer noch. Blatt vor dem Mund, sondern nur Schwänze. Oh, geil, ey. Ich liebe Schwänze in den Mund, nicht vor dem Mund. Was haben wir da... Was? Nee, Klitor. Was waren bitte damals die Gesprächsthemen? Wenn ich jetzt ganz kurz nochmal sagen darf, es ging bis dato um Kate's BH, darum, was wir gerne in den Mund nehmen. Manchmal habe ich das Gefühl, als hätte ich meine Jugend echt mit sowas verschwendet, Leute. Kein Scheiß. Naja. Was ist das hier für ein Hässlicher neben mir? Was? Geh mal auf die Suche nach dem Kopf. Nee, die können wir jetzt nicht während der Runde wechseln. Nein? Ja, einfach mal Darude Sandstorm im Hintergrund gepackt. Ich denke mal, dass das Video auf jeden Fall jetzt geclaimt werden wird, weil ich glaube nicht, dass ich ein Recht habe, diese Musik zu benutzen. Ey, wir müssen in die Dusche. Okay. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Ich weiß es nicht, hier ist auch nichts, das ist voll gay. Leute, ich würde das jetzt gern hier einfach beenden und mir vielleicht ein anderes Video angucken, weil ich erstmal Angst vor dem Copyright Strike habe und ich auch einfach das Ganze nicht, also ich halte es nicht mehr aus. Gut, dass die letzten Videos hier vor 2 Jahren hochgeladen worden sind. Wir geben einfach mal ganz kurz Unge ein und da wird sicherlich eine Cops and Robbers Runde oder sowas kommen. Schauen wir mal ganz kurz hier. Neue Map mit Unge spielt. Hunger Games beste Leben YOLO in Klammern. Ganz wichtig, mit Unge spielt. Hier gibt es eine Cops and Robbers Runde mit Broken Sums und Petra TV. Stellt sich jetzt hier in die Ecke und duscht die ganze Zeit. Sing dabei.
Sing dabei ein trauriges Lied. Sing ein Traum. Da ging es auf jeden Fall schon aufwärts in meiner Minecraft-Karriere. Man sieht das, Leute, ich habe damals schon Texture Packs benutzt und auch mein Mikrofon hat sich deutlich verschlechtert zum vorherigen Video. Ich muss jetzt einfach mal ganz ehrlich Videotalk mit euch betreiben, Leute. Das ist mir wirklich dermaßen unangenehm, dass ich gerade wirklich ernsthaft überlege, diesen Kanal einfach komplett flach zu legen. Also offline. Trauriges Lied singen. Ich bin so allein. Okay, Patrick, komm raus. Nach Maltes Trauerballade folgt etwas gänzlich Neues. Mein Leben. Patrick, geh hier rein. Wie lange bleibt die Textanblendung da? Ich meine, bin ich damals davon ausgegangen, dass die Leute nicht lesen können? Oder geh da rein! Geh da rein! Es ist unglaublich unangenehm, meinem Ohr diese Lautstärke zu ertragen. Das ist einfach echt nur schrecklich. Geh da rein! Petri, komm hoch! Komm, also diese Texteinblendung, bleibt jetzt das ganze Video da oder tatsächlich? War das Prä-Intro von circa einer Minute? Vielleicht zu eurer Info, man hat früher mal Prä-Intros gemacht, um den Zuschauern zu zeigen, hey, so spannend und toll ist mein Video, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, damit du den Moment des Prä-Intros wieder im Video finden kannst. Oh, das erste Mal, dass wir ein Intro hatten. Ich bin gespannt. Man sagt dir immer, steh zu deinen Wurzeln und deinem Ursprung. Aber das ist einfach eine Sache. Das ist einfach, oh Mann, wieso? Ich hätte doch einfach meine Ausbildung machen können und ein ganz normales Leben führen können. Stattdessen sitze ich jetzt hier und muss mich über sowas lustig machen. Geben wir mal Vlog ein. Vielleicht finde ich ja einen unangenehmen Vlog. Schauen wir mal ganz kurz. Simons Kanal Gamescom, die Zukunft. Real-Life-Video. Turi Vines. Ja, schauen wir einfach mal. Was haben wir denn da so? Viel wichtiger als alles andere ist, wenn ihr zum Video-Day geht und sucht den Divi-Hofstand. Ihr geht gerade aus dem Divi-Hofstand. Ihr seht diesen Typen da stehen. Hallo, echt, da so rum. Hallo, Leute, was geht ab? Ihr geht dahin. Hallo, Teacher. Ihr geht einfach nur dahin. Mensch, Vincent. Und mehr macht ihr nicht. Dann geht ihr einfach weiter. Dann geht ihr weiter. Ehrlich jetzt, ich ach komm, fangen wir einfach an. Ich bin einfach wirklich gerade betroffen, ehrlich jetzt. Ja, Intro, überspringen wir einfach. So, hier, fertig, ja. Leute! Ungeheuer, guten Tag. Das war falsch. Ich weiß, ungeheuer. Ungeheuer, guten Tag. Ungeheuer. Props nochmal an meine Eltern, die es damals geschafft haben, dieses wunderschöne Bild in den Hintergrund zu hängen. War schon immer mein Favorite. Und, ist ja auch egal. Das ist überhaupt nicht Grammatik. Das ist wundere mich gerade, in welcher Kamera wir das aufgenommen haben, weil ich habe noch nie eine Kamera gesehen, die eine dermaßen schlechtere Qualität hat als das hier. Da hat jedes Handy damals eine bessere Qualität gehabt. Ganz wichtig, auch ich war super stolz darauf, am Tomorrowland gewesen zu sein. Man sieht hier noch vielleicht das Tomorrowland-Bändchen. Was soll ich sagen, Leute? Ich habe damit fast niemanden damals im Club rumbekommen und bin immer allein nach Hause gegangen. Naja, trauriges Leben. Herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo von uns beiden. Das ist der Simon und das ist der Revi. Ja. Krasse Witz, krass, geiler Humor, Alter, geil, du hast die 2 Millionen Abonnenten auf jeden Fall verdient, geil. Wieso sah ich damals eigentlich aus wie ein 15-Jähriger und jetzt wie ein 36-Jähriger, was ist eigentlich verkehrt gelaufen in den letzten 4 Jahren, ach, so alles scheiße. Ich wollte ja bestimmt wissen, wann wir auf der Gamescom sind. Das interessiert tatsächlich niemanden, wann du auf der Gamescom bist, du Affenkind. Und das läuft folgendermaßen ab, ich werde wahrscheinlich alle Tage auf der Gamescom sein, jetzt kommt's bis auf Freitag und Samstag, also nicht alle Tage. Ich weiß absolut nicht, ich weiß wirklich nicht, ich weiß einfach nicht, was. Ich weiß es nicht. Mittwochs bin ich auf jeden Fall mit einem. Warum? Warum haben wir das lustig gefunden? Wieso haben wir gesagt, setz dich mit der Affenmaske hinter die Couch und mach das doch mal? Mittwochs bin ich auf jeden Fall mit einem Kollegen am Start. Das heißt, da bin ich eh, da ist ja eh nur Pressetag, also da wäre keine Chance, um zu sehen. Ich glaube, die besten Chancen sind tatsächlich donnerstags und freitags. Samstags bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Kann ich noch nicht genau sagen, auf jeden Fall habt ihr auf jeden Fall die Chance, es anzusprechen, wenn ihr wollt. Auch. Immer ganz wichtig, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, kann man einfach mal auf den Tisch hauen und dabei die Silben so in der gleichen Schlaggeschwindigkeit, wie man draufhaut, raushauen. Das klingt extrem cool und macht einen super selbstsicheren Eindruck auf den Zuschauer. Meine Kamera hat immer näher rangezoomt, warum? Autogramme, Fotos, keine Ahnung was, ihr dürft uns anfassen, nicht bespucken oder sonst Sachen mit uns machen, das möchte ich nicht.
Die Frage, die ich mich gerade stelle, wer hatte damals denn überhaupt Interesse, tatsächlich ein Bild mit uns zu machen? Also, ich meine, gab es damals Leute, die ein Foto gemacht haben? Ich erinnere mich nicht dran, dass jemand gekommen ist und hat gesagt, hey, du bist mein Lieblings-YouTuber. Das ist bis heute tatsächlich noch nicht passiert, aber das ist auch komplett nachvollziehbar, meiner Meinung nach. Und, ja, Simons Kommentare an der Stelle auf jeden Fall sehr, sehr lustig und humoristisch. Kann man auf jeden Fall mal lachen. Ihr könnt auch gerne Simon mal auf Twitter reinfolgen. Der Link ist in der Videobeschreibung, Leute. Der macht sehr lustige Tweets und ist auch generell ein sehr lustiger Typ, wie man Mittwochs auf jeden Fall am Start, aber damit Kollegen. Passiert jetzt noch irgendwas? Oder? Da war wieder der Affe. Da war wieder der Affe. Achtung. Was? Ich weiß jetzt nicht, was gerade da geschehen ist. Ich sehe es einfach nur in der Kamera, dass die so behindert aussehen. Man entschuldigt ja viele Sachen damit, dass man jung gewesen ist und sowas, aber meiner Meinung nach gibt es dafür einfach keine Entschuldigung. Punkt um. Es gibt keine Entschuldigung dafür, was ich damals gemacht habe. Ich muss mir einfach selber eingestehen, dass das, was ich damals hochgeladen habe, peinlicher Abfall ist. Und genau das gleiche werde ich in 2 Jahren über dieses Video sagen. Simon hier auf dem Blue Gaming Kanal jetzt aktiv ist. Und hör auf mich zu bocken, du scheiß Affe. Ah, auf jeden Fall. Ganz wichtig. Samstags da. Der meist ausverkauft. Ich weiß wirklich nicht, Leute. Und teilweise sind doch in der Presse. Ja, da wird der Ton extrem angenehm und das streicht nochmal den hochqualitativen Ansatz, den wir damals mit unserem Kanal verfolgt haben. Weil irgendwie mal ansprechen, wenn ihr wollt, gerne mal. Und ich glaube, ich rede 6 Minuten darüber, dass ich mir wünschen würde, dass mich jemand auf der Gamescom nach einem Foto fragt und mir gerne sagt, wie unglaublich cool ich als Mensch bin. Das ist echt traurig. Das ist ein trauriges Armutszeugnis meiner selbst und ich würde es dabei jetzt auch belassen, weil wir schon sowieso über 10 Minuten sind und ich jetzt gerade tatsächlich ernsthaft darüber überlege, ob ich nicht mein ganzes YouTube-Sein an den Nagel hängen sollte. Denn wenn man sich dann überlegt, wo man herkommt und wie es alles angefangen hat und wo man jetzt momentan steht, dann macht es nicht besser. Nein, alles nur Spaß. Natürlich kommen morgen wieder 400 Videos, meine Freunde. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ich bin mir auf jeden Fall 100% sicher, dass meine momentanen Fans den alten Revi bestimmt genauso gefeiert haben, wie ich es getan habe, Leute. Lasst auf jeden Fall 1 Milliarde Daumen nach oben da, kauft mein Merch. Und jetzt, keine Ahnung, schaut bitte nicht auf meinem alten Kanal vorbei, weil das ist mir sau unangenehm. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschüss.